Willkommen zurück bei Super Fantasy Kingdom. Aber wir einfach nicht aufhören können. Oh. Umgestellt. Französisch. Jetzt. So. Dann werden wir jetzt weiterspielen. Ein paar Sachen haben wir ja hier noch, die wir freischalten können. Und gucken, dass wir noch vielleicht ein paar Wege freischalten. I am dedicated to my cause. Pause. Holen uns. Ja, die Taverne müssen wir wieder. Gehen mal die Taverne. Holzfäller. So, dann holen wir uns auch direkt den Einbruch. Hier einen rein. Da einen rein. Und los geht's. Dann als erstes ein Haus und dann können wir auch in die Taverne wen reinschicken und uns den Ritter holen. Den müssten wir uns jetzt holen können. Dann levelt der heute direkt mit. Ist schon mal gut. Drei Steine. Vier Holz brauchen wir. Jetzt holt er nur Steine ab. Holzfäller, Sägemühle, Holz. DMX hier ist nicht und hier oben auch nicht. Dann gucken wir mal, dass wir heute hier noch den Weg freischalten und vielleicht hier hin von einem Angler. Vielleicht bekommt man von dem auch irgendwas oder hier bei dem Riesenkalmar. Noch Nahrung gesammelt. Ohne Nahrung levelt der nämlich nicht. Was kostet bei Weizen? Haben wir noch geschafft zu sammeln, das ist auch gut. Nicht vergessen. Ein Ruhm. So. Gut, mal gucken, was wir heute bekommen. My friend. Den Saatöl. Nicht, ne? Nimm den mal. Der hat aber einen guten Angriffsradius. Mal. So. Machen wir. Holz. Mal. Da ist sogar ein kleiner Bär. Ich kann ja heute auch meinen Angriff nehmen. Hier diese Aufgabe. Wir müssen da ja keinen zusätzlichen Förster reinsetzen. Oh, hier liegt Holz. Sägemühle. Was der Saat gemacht. Der Sturmangriff. Das ist 2 Goldbarren.
den mal weiter nach hinten stellen. So, Ritter ist abgegradet. Bei Bretter rein. Ah, er macht Rückstoß. Er sagt ja. Gucken, ob irgendeiner getroffen wurde. Einer ist getroffen worden. Aber es gab nur 16 Feinde. Morgen levelt unser Ritter. Ich habe jetzt den Holzfäller erstmal rausgenommen und hier reingesetzt. Das erstmal. Ja, eigentlich. Machen Haus. Holz. Mal das Brett hier fertig hat. Oben sind auch Gäste, also wir wissen ja, der Weg hier ist sehr teuer. Kann man dich nicht so, dann nach links. Hier kann man dann noch eine Abzweigung nach oben vielleicht. Und hier muss man ja auch zu dem kommen. Vielleicht hier dann so rum. Weg außen am Wald. Ist natürlich der König hier drin. Rein. Na, da rein. Wir brauchen jetzt erstmal Holz. Aber die Arbeiter sind jetzt nach Hause gegangen. War noch fraglich, was macht der Brunnen? Also er generiert Wasser, ja, aber. Was brauchen wir? Das werden wir bestimmt noch herausfinden. Wir werden das Gold einsammeln. Oh. So, unser Ritter levelt ja. Seine erste Sternstufe haben wir ja auch schon gekauft. Level 2. Der Satyr morgen. Also Holz sammeln. Für ein Haus. Und war ja schon mal machen. Vielleicht brauchen wir jetzt erstmal das Haus. Hier oben war noch gar nicht, ne, bei dem X. Ein Holz. Wollen wir mal überlegen. So, wir können das nächste Haus bauen. Einsetzen. Mineralien in der Nähe. Nein, das können wir
Und vielleicht gleich mal machen. Dabei brauchen wir Holz und Weizen. Weizen bekommen wir hier oben, aber erst wenn wir 5 Ruhm haben. Ja, mal gespannt, wie viel stärker der Satyr dann wird. Natürlich nur, wenn er keinen Schaden kriegt, weil er hat keine Rüstung. Unser Held ist gerade aufgestiegen. Satyr geht gleich drauf. Ja. Ja. Gut, der Satyr levelt nicht. Dann können wir das direkt überspringen. So. Können wir 16 Holz sammeln für einen Arbeiter. Und 4 Tage Nahrung. Da brauchen wir momentan. Ein Holz und Stein benötigen. Das sind 2. Machen wir da noch einen rein. Was hat denn das gekostet? 4 Goldbarren. Na gut, wäre schon, wenn wir noch Esel hätten. Wir brauchen jetzt erstmal 5 Holz für. Oh, hier ist ein Gegner. Mal herausfordern können. Aber das lassen wir mal lieber. Eben die Nacht sah ja schon nicht so gut aus. Weizen. Also den nächsten Tag, wir haben immer noch nur 4, war der Satyr drauf gegangen. Macht jetzt auch nicht sonderlich viel Schaden. Er macht zwar einen Gegner, die hintereinander stehen, Schaden. Boah, der Grundschaden, den er macht, der ist nicht sehr hoch. Doch nicht sehr viel Leben. Also wenn die so hintereinander stehen, macht da gut Schaden, weil er ja verteilt auf viele Gegner macht. Er hat aber gerade kassiert. Ja, wir nehmen das hier. Ja, der Satyr ist schon wieder drauf gegangen. Kommen wir wieder in Ruhe.
Müssen wir den Sato am Ende, wenn die in ihre Raserei geraten, vorne entfernen. Ein Todelf. Hat so viel Ruhm. Er will ja Goldbarre von uns, können wir uns nicht leisten. Töten können wir die ja nur hiermit. Ärgerlich. Hier ist wieder ein Monster. Jetzt und ausholen, holen wir uns den Arm. Also, ja, der Transport. Der Stelle meine ich. Sagte war vielleicht nicht so okay. Cool, unser Ritter hat den Blutungsschaden außer. Ach, der Sato ist schon wieder tot. Geht dann das eh nicht. Ja, das werden wir wohl verlieren. Der Ritter ist auch gleich tot. Ja. Auch Gold, das wir einsammeln können. Satyr ist keine gute Idee. In 4 Münzen. Machen wir ihn schneller. Also Projektile, aber jetzt fraglich, zählen Blitze zu Projektilen. I bring shame on my family. Bogenschütz bringt ja auch nicht wirklich was. Bei dem brauchen wir dann super viel Nahrung.
Vielleicht werden wir jetzt erstmal direkt uns den Fall für mehr Träger holen. Ach, das geht ja nicht. Wir brauchen ja den Ruhm. Wenn wir mal eine Farm billiger. Wir brauchen eine Goldmine. Hier. Goldmine, Goldschmelze. Holzfäller. Ein hier. Sägewerk. Und den Stall. Das haben wir ja immer so gesehen über, aber stellen ja immer hiervon was hin. Ach, heute probieren wir mal mehr Einheiten. Haben wir gar keinen Bauplatz. Eine Farm. Kriegen wir noch den. Ne, wir kriegen keinen vierten Stein. Dann nehmen wir den. Bisschen ärgerlich, dass wir den vierten Stein nicht bekommen haben. Also, wir nehmen nicht den Saatgut. Gut, den Dinosaurier hatten wir noch nie. Aber den ja mal nehmen. Black Dame 1000. Ausweichen. Die Generation auf. Ah, Passivfähigkeit bei der alten Hexe. Wir müssen jetzt die ganze Zeit Nahrung sammeln. Geht ja nicht anders. Aber gut, dass die Bauplätze freigeschaltet bleiben. Jetzt haben wir hier wieder den blinden Armbrustschützen. Warte mal, kann der. Kann der heilen, während er hinten steht? Also hier hinten? Oder muss er heilen? Oder kann er das nur hier vorne? Katapulte können hinten stehen. Sind die nun wohl größer? Also als Matschdigi. Könnte ja gar nicht so schlecht sein. Als nächstes kommt eines raus. Arbeiter haben, dann holen wir uns erst das Haus, dann stellen wir hier die Sägemühle hin. Mal Gold einsammeln, wenn wir welches sehen. Der Dino hat aber auch keine Rüstung. Tage brauchen die noch zum Aufschluss leveln. Ein Holz noch.
drin. Und hier jetzt einer rein. Und hier kommt dann das Sägewerk. Die Mühle. Das ist dasselbe. Links kommt jetzt natürlich gar keiner. Ach da. Dann brauchen wir 2 Goldbarren. Ja, dieser Armbrustschütze, ich weiß ja nicht. Hier lag wieder Gold. So. Die brauchen ja noch 2 Tage zum Aufleveln. Einen brauchen wir jetzt nicht sammeln, das ist toll. Auch fraglich, ob wir die Fähigkeit von dem freischalten, dass es schneller geht. Bei dem Ritter. Der, glaube ich, besser erst hier verstärken. Wird dadurch ja nicht stärker. Einfach nur schneller. Da geht das hier auch runter. Wäre nicht, ne? Armbrustschütze ist wieder am Werk. Schießt auf den bösen Wald. Wird auch kein Weg angezeigt, der hier hoch wird, ne? Ja, nur dieser hier. Vielleicht schaffen wir ja bis 50. Vielleicht ist hier noch ein großes Feld. Sehr cool. Goldmine können wir bauen. Brauchen wir aber wieder einen. Brauchen wir Holzbretter eigentlich? Da nicht. Da auch. So, hier ist gerade der König. Einmal so viele Ressourcen bekommen wir dadurch. Date Level 2. Gold. So. Gold. Da brauchen wir nicht. Da ist einer drin. Ob wir das besser schaffen. Ich denke, Stall ist schon. Also Goldmine, Goldschmelz.
Hier gehört einer. Der auch. Okay. Jetzt nicht so. Ja, das werden wir jetzt wohl eher wieder nicht haben. Richten ja auch wieder ein Haus. Sehr wenig Arbeit. Wenn das hier noch. Also hier kommt ein Goldmelz. Immer noch das Portal bauen. Ja, das ist ja in Ordnung. Testen wir mal das Portal. Das Portal brauchten wir jetzt nur Goldklumpen. Brauchen wir 3 und 3. So, ist das andere jetzt auch? Das bleibt bei. Okay, steht gar nicht bei. Ah, hier steht es jetzt 1,4. Aber das bleibt. Den einen entfernen. Hier kommt ein Haus hin. Dann machen wir diese beiden hier. Geschwindigkeit und Produktivität. Als wir so lange überleben. Wir hätten 8 Holz hierfür. Oh, wir wissen gar nicht, was es ist. Haben wir das noch nie gemacht? Aber nicht, dass wir das brauchen. Bild ein Stein. Wasserstein. Ah, die Esel stellen sich unter. Cool. So, jetzt mal gespannt. Überleben wir das diesmal? Sind wir bei den Augen gestorben. Ja, mit voller Rüstung bringt echt nichts. Wir haben nur 2 mit Rüstung. Erhöhen wir lieber die Rüstung generell. Vielleicht halten sie dann einen Schlag länger durch. Wir getroffen. Gestorben ist schon mal keiner. Oh, cool. Keiner. Aber allzu wenig.
2 Gegner mehr und wir hätten noch einen Ruhm bekommen. Da wird keiner, oder? Dauert noch ein paar Tage. Yes. How can this be? So. Können wir uns den nicht leisten, aber wir hätten wahrscheinlich das Skelett genommen, da wir das auch noch nicht hatten. So. Wir holen uns ein Haus und danach für 8 Holz probieren wir mal hier den Armbrust. Ja, auch das mal dann machen. Aber erstmal überleben und vorankommen. Das Portal bauen, aber wo bekommen wir Einheiten her? Das ist die große Frage. Ich kann ja hier immer nur eine kaufen. Hier gibt es noch den Priester. Kostet aber Weizen. Und hier haben wir noch nicht weiter ausgebaut, ob hier noch irgendein anderer ist. Also lassen wir das lieber erstmal. Schüsse macht er jetzt. 2 Pfeile. Oh, okay. Was treffen du da mal nicht? Vielleicht ist bei Stufe 3 Zielgenauigkeit. Ja, eigentlich hier Stufe 2? Nee, wissen wir auch nicht. Steine brauchen wir halt auch immer für alles, ne? Jetzt. Ja, ist eisig draußen. Jetzt geht's los. Wir sind wieder in dem Attack-Modus. Oh nein. Der Ritter ist getroffen und vielleicht machen wir sie tot. Ach, geht. Unser Held wurde auch getroffen. Oh, das ist gar nicht. Der hier wurde getroffen. Wir haben 9. Mal gucken. Ja, 3 Brüche, aber. Das dauert ja noch. Heute Abend, glaube ich. Level 1. Mal 5 Runen bekommen, das geht ja. Nur bei. Sagt bei 11, ne? Nicht dran, das ist ja mit. Die machen hier schön weiter. Sie benötigen ein Haus. Das ist echt.
eine. Also da ein Haus. Hier beides. Ich dachte, wir haben verloren. So, ein bisschen Gold einsammeln. Maximale Treffer für Anwender. Agia haben wir jetzt aber. Den Priester auch nicht, dann nehmen wir das hier. Wie ist der eigentlich? Auch heute nur der Goblin-König. Was anderes kommt ja nicht. Hier ist vielleicht ein Kompass drunter. Da drin. Kann ich mir vorstellen. Unbedingt. Beinahe Holz. Ich will natürlich 4 Steine und beides machen. Jetzt müssen wir gucken. Vielleicht steigt jetzt einer auf. Ja. Armbrustschütze. Oh, Level 3 schon. Wird er morgen, dann ja auch morgen. Also der Armbrustschütze ist jetzt Level 3, die anderen beiden morgen. Aber etwas Gold. Witze sind echt gut. Hier oben nicht so. Es hat geblitzt, aber es ist Gewitter ohne Regen. Ein Sommer. Na gut, Sommergewitter nicht wirklich. Vielleicht. Wir brauchen unbedingt 16 Holz. Oh, die werden von den Blitzen getroffen. Das ist ja interessant. Also die Gegner, nicht unsere. Obwohl, ich könnte mir vorstellen, dass unsere dann eigentlich auch getroffen sind. Ne? Dinos lassen gut Gold fallen. Müssen die vielleicht mal tauschen. Noch. Oh, jetzt Raserei. Mach mal so. Oh nee, der Dino wurde getroffen, der levelt nicht. Obwohl, warte, nee. Der levelt nur nicht, wenn er stirbt. Ich dachte, hat schon wieder, oh nee. Das letzte fliegende Auge hat jetzt einen Helden gekillt. Ja, 3 Brüche, aber keine Toten. Gut. So. Der Dino und unser Ritter, ne? Na gut, der levelt übrigens gleich alles 3. Die Hexe, die sehen jetzt auch erst zum zweiten Mal. Regeneriert immer ein Herz. Plus 20 Rüstung.
or the unit above. Die davor, ne? Sind jetzt nicht wirklich was. Und regenerieren? Hm. Wie teuer für regenerieren? Ja, das ist ja sowieso nur einmalig, brauchen wir das. Das ist ja das hier. Aber bei dem ja freigeschaltet. Das ist ja für immer. Ja, bei der Hexe. Also das müssen wir ja nur einmal machen. Ist mir das noch eingefallen. Hätte ich das jetzt nicht gekauft. Immer wenn wir jetzt einen Dino nehmen, da gleich diese Fähigkeit hier. So. Brauchen wir noch ein Holz. Oh, ein Holz. Oh. Nicht kalt. Hier ein zweites rein. Da sind zwei. Goldbach. 9 und. Halt greifen wir unsere Türe an. Wie ist das denn jetzt unser Dino so? Hm. Vielleicht durch die passive Fähigkeit. Dass das so ein Heilzauber darstellt. Mal mehr Rüstung, nur für die beiden wieder. Einmal schneller, also schneller angreifen oder einmal mehr Rüstung. Giftimmunität für alle. Rüstung. Nehmen wir das. Na, leiden die nicht so schnell. Schaden. Oh, die kommen aber ganz schön nah. Die sind noch nicht im Rasereimodus. Und jetzt gleich. Oh, der hat nur noch drei Rüstungen. Nicht, dass er stirbt, das können wir ja verhindern. Hier brauche ich aber keinen Tod. So, wir haben jetzt auch 11 Bearbeiter. Freie Arbeiter. Die Bretter brauchen wir nicht. Na, warte mal. Packen lieber hier noch einen zweiten rein. Nahrung sieht nämlich gar nicht so gut aus. Oh. Kann sein, dass die Nahrung jetzt bald zu Ende ist. Man deshalb vielleicht hätte Biologen bauen sollen. Warte mal, hier gibt es nur. Schmelzhütte. Ja, wir haben kein kleines Feld jetzt. Den Geologen. Kann man das... Oh, das kann man upgraden.
neues Zimmer nur. So mehr Platz. Was hat für Steine? Sehr viele Gegner. Dino wurde getroffen. Der soll ja eigentlich Leben generieren. Wild. War genug. So. Kann denn Nahrung weniger werden? Wird noch eben 8. Jetzt dann aber nicht so gut. Ah. Das jetzt hier überleben. Oh, unser Held wurde auch einmal getroffen. Der Dino ist tot. Diese blöde Armbrust bin ich in einer Tour nicht schießen, wo keiner ist. Okay, nur der Dino ist gestorben. Hat der gut mit dem Regenerieren. Wir müssen jetzt mal auf die Nahrung achten. So. Wir haben zwei die Nahrung sammeln. Nicht, wo sind die alle? Ja, was denn jetzt? Wo sind die alle? 5 freie Arbeiter. Ah, okay, das Spiel hat sich scheinbar mal überall alle rausnehmen. So, da einen rein. Ich kann nicht genug Vorkommen finden. Oh nee. Ja, was heißt hier kann keine Vorkommen finden? Hier stehen überall Bäume. Oder ist dem das zu weit weg? Und hier steht sowas nicht. Also wir können kein Holz, keine Steine mehr sammeln. Na, das ist ja prima. Wie soll man jetzt 5 Steine zusammenkriegen? Also Straßen verbessern bringt jetzt dann auch nicht viel. Wir brauchen Geologen, die wir nirgends hinsetzen können. Ja. Cool. Nahrung sammeln die aber trotzdem nicht.
Hier steht doch nichts. Fisch. Ja. Dann haben wir jetzt verloren. Dann gucken wir, was ist jetzt sein Problem? Wenn nicht genügend vorkommt. Hm. Ja, was ich wollte. Ja, wir könnten einen Geologen kaufen. Nähe der Flagge nach neuen Mineralien. Klicke auf die Flagge oben rechts, um die Flagge in deinem Dorf zu platzieren. Okay. Ja, ernsthaft, so bin ich ja. Da sind wir ja ewig beschäftigt. Jetzt auch was gefunden oder? Ich nicht. Jetzt hier was gefunden oder nicht? Aber der findet doch wenn auch nur Stein und Gold oder nicht? Wir brauchen doch Steine für den hier. Ja, dann müssen wir hier oben jetzt gucken. Holz. Beere. Hier nur Weizen. Ob wir noch einen Weg unten kostet. 50. So. Welchen machen wir jetzt? Wir haben zwei Steine. Ein Stein. Den hier. Könnten wir Fisch kriegen, ne? Dann hätten wir Nahrung. Verbessere Fische, um zukünftig ganz mit einem Fisch mehr anzufangen. Warum ein Fisch mehr? Wir haben noch gar keinen. Einmal Fischer freigeschaltet. Du wirst auch Fischer im Zukunft ganz mit einem Fisch mehr. Setzt 1000. Aber jetzt steht Fischer freigeschaltet. Cool, unsere Soldaten brennen. Elfe freigeschaltet. Dann rechts unten nehmen. Weil wir 37 HP geheilt haben. Und war das mit dafür den Dino was zu kaufen gar nicht so schlecht. Naja, wir haben ja nichts zu essen. Wie machen wir das jetzt? Was fabriziert dieser Geologe? Ja,
auch irgendwas? Und hier, dafür, dass ihm das so weit weg ist, er sammelt hier Gold. Kann nicht genügend Vorkommen finden. Der hat da schon jetzt einen Goldklumpen platziert. Mein Ernst, hier sind Steine, ne? Nur mal so. Einbruch erschließen? Goldmine erschließen? Das ist super, das ist auch dann jetzt. Und da draufklicken muss. Freier Weg zum Steinbruch auf hohem Gras wird benötigt, um den abgetragenen Stein automatisch zu transportieren. Ja, genug da aber gar keinen Weg. Der hier für Gold und der hier für den Steinbruch. Leben nicht. Und nicht verbessern. Hier brauchen wir doch jetzt bestimmt. So bestimmt dann auch den Weg. Dass wir den Förster jetzt nicht bauen können, ist jetzt irgendwie problematisch. Greifen wir uns Würmer an. Was macht das hier? Das ist ein Miniboss. Ja gut, wir können jetzt eh nicht mehr auf Steigen weitermachen, weil wir nicht an Steine kommen. Ja, dann können wir den auch herausfordern. Ne? Bin mal gespannt. Was wir vielleicht machen sollen, bevor die ganzen Gegner hier waren. Cool, der drängelt sich nicht mal vorbei. Ah, Kostcool. Da hält er gestorben. Wenn man dann automatisch verloren hat. Also. Wir hatten über 100 Gold. Also wir müssen irgendwie, machen wir das damit denn, also dann müssen wir relativ am Anfang den Holzfäller bauen. Ja, gar nicht anders. Nehmen wir. Baden. Magische Verteidigung. Physisch.
machen wir das hier. How could I have been so weak? Also müssen wir jetzt. Werner kommt rein. Jetzt ist hier zum Beispiel eine Goldmine und hier ist der Steinbruch. Dann stellen wir dahin. Noch genug Bäume. Hier den Holzfäller. Oder machen wir hier den Holzfäller. Hier dann die Goldmine. Ohne einen Weg, aber wenn der jedes Mal woanders ist. Wie soll das gehen? Machen wir das mit der Nahrung? Die Büsche sind ja hier. Den kleinen, da war ja auch nichts. Ist da vielleicht der Brunnen für? Dass der die gießt, also man die Bärenbüsche gießen kann. Oh Mann, da war der immer so gut. Das ist ja jetzt ärgerlich. Hier können wir nicht ab. Gucken nicht, dass man hier noch irgendwas angeben kann. Was bringt uns das jetzt mit diesem Fisch eigentlich? Ja krass, wir haben jetzt einfach einen Fisch. Lagern. Das war ja schlau. I am never late, nor am I early. Hilfe. Gerade freigeschaltet. Warten. Ego fliegt. Was? Die macht nie um. Sobald wir 5 haben, machen wir das hier.
Hätte aber nicht gedacht, dass es noch so viel zu lernen gibt hier. Interessant. Und dass wir jetzt auch noch ein bisschen fassen müssen und gar nicht so schnell voran machen können. Also dann werden wir uns auf jeden Fall den Brunnen und den Geologen holen. Direkt, also sehr früh. Ich sagen. Da muss man noch viel mehr gucken mit seinen Arbeitern. So, stellen wir jetzt. Wir bräuchten ja noch ein Haus. Brunnen kosten Brett und Steine. Aber hier. Haus. Hier den Geologen. Haus. Hier machen wir. Sägemühle. Wenn du Spezialjob freigestellt hast, kannst du ihn aktivieren oder deaktivieren. So, momentan brauchen wir ihn ja noch nicht. Da haben wir einen drin. Und einer. Warte, jetzt haben wir ja noch einen frei. Ja, dann können wir jetzt ja noch momentan. Auch gleich bei Bäumen anpflanzen. Dann möglich, dass der Brunnen für die Kernsträucher ist. Brauchen wir ja dann aber Bretter für. Geh nicht wieder nach Hause. Ah, die infiziert die irgendwie so. Die Elfen. Auch wenn die aussieht wie eine Fliege. Ja, du pflanzt wirklich kleine Bäumchen. Dann kann der Förster kurz weg und ne, wir machen mal H2, dann können wir uns noch den Armbrustschützen am Anfang holen. Ja, erst den Armbrustschützen und danach machen wir den Brunnen. Weil sieht schon wieder gar nicht gut aus hier mit den Bären.
jetzt unbedingt den Brunnen. Wasser. Ich hoffe, das ist für die Bären. Produziert ja Wasser. Eine Lauge kostet Schwein. Goldmine. Den kostet das nächste Haus. Muss man immer mal so ein bisschen hin und her tauschen. Aber weiß echt nicht. Bis zu 3 Wasser speichern. Wasser kann in einem anderen Gebäude gelagert werden, wenn es benötigt wird. Halten deine Einheiten es direkt aus dem Brunnen. Der Brunnen sollte entsprechend platziert werden. Also dafür war der wohl nicht. Aber wie kriegen wir dann neue Bären? Seltsam. Ja, Drei könnten wir gut gebrauchen. Hierfür. Wir wissen ja nicht, was es ist. Oder für oder nur Straßen und Häuser. Warte mal. Meint er mit Häuser verbessern mehr Platz? Also, dass dann automatisch eine Person mehr reinpasst? Dann natürlich gut. Hey, haben wir. Wir brauchen 9. Wie machen wir das? Also der Brunnen war ja scheinbar nicht so schlecht. Neun Steine. Danach rüsten wir den Ritter auf. Hier ist gerade keiner drin. Na, da kein. Niemand. Der kann mal. Das mit der Nahrung weiß ich jetzt noch nicht. Das machen. Jetzt eingesammelt. Was ist das denn?
eingesammelt. Bumm. Hier oben ist ja auch. Ja, warte, da, das ist dafür, dass wir mit mehr in Gold mehr anfangen, ne? So. Holen wir uns jetzt den Stall. Benötigt für Hilfe, Ivo. Okay, vielleicht holen wir uns den Stall nicht. Wir haben ja jetzt die Elfe. Und sie in diesem One. Also sollten wir bis 50 kommen, werden wir das wohl mal testen. Und das ist unser einziges Feld, wo wir das testen können. Wenn wir natürlich bis 50 kommen, geben wir uns auch einen Stein auf. Hierfür. So. Dann haben wir jetzt aber 8. Jetzt ist egal, jetzt kann er weiter sein. Wir machen das jetzt mal. Jetzt brauchen wir 3 Nahrung, haben wir noch. In 3 Tagen müssen wir wieder einen losschicken. Ja. Dass wir jetzt genug zusammenkriegen für ein Haus. Ah, von dem könnten wir auch was kaufen. Wir haben aber. Was? Und I serve my kingdom. Ah. Immer kein Platz. Und wir heben das Gold lieber auf. Hierfür. Kann nämlich gut sein. 9 und dass wir hier kann der raus. Wirklich die Upgraden mit Stein wieder ein Stück größer werden. Sehr cool. Ist nicht. Platz für Einheiten. Also kann man, wenn man die Taverne aufrüstet, hier einen 5. hinstellen. Den Stein noch kriegen. So. Noch 9. So. Da jetzt einen rein. Und warten mit einem Haus bauen. Einfach das hier abgegradet haben. Und dann sehen,
wir automatisch mehr Arbeiter haben. Wir können den ja dann rausnehmen. Wir können den einfach machen. Der hat gerade. Also der Armbrustschütze levelt jetzt nicht. Aber wir brauchen auch einen, der Nahrung sammelt. Den könnten wir jetzt mal hier zum... Ja, dann muss der halt... Kostet aber. Hat das jetzt auch was gebracht? Ja. Er verbessert die Straßen. Aber Stück für Stück. Und wenn er ein Haus erreicht, wird das verbessert und wir kriegen einen Arbeiter. So. Oh Gott, das kann ja dauern. Naja, die Steine nutzt er jetzt dafür. Und das hier erstmal. So. Hungriges Schild. Plus 25 Angriffe für 5 Sekunden nach dem Blocken eines Angriffs. Angriff für Magier. Ein Schild. Nehmen wir das. Müssen wir in der Nähe des Steinbruchs Häuser bauen. Dann wäre hier der Steinbruch. Der ist dann zu weit weg von den Steinen. Hier Häuser. Hm. Ja, auf jeden Fall müssen wir hoffen, dass er hier ankommt. Damit wir wieder Steine produzieren können. Und dann tun wir jetzt 0 Steine zusammen. Haben wir nämlich das Holz.
müssen echt gucken, wie wir das mit den Bären machen. Was sollte denn sonst? Wer speichert das Wasser? Was für denn sonst? Vielleicht für die Bäckerei? Halt zum Verbrauen. Macht Weizen zu Bier, ja, dafür brauchen wir aber. Wilde Tiere. Aber auch, wenn das wieder nur in diesem Gebiet ist. Wir brauchen dafür ein großes Feld. Hier sind zwei Bären. Und der Hund könnte vielleicht der Hund vom König sein. Und was auch immer das war. So, jetzt kommt er bei einem Haus an. Jetzt haben wir echt einen Arbeiter mehr. Auch einen Geologen bauen. Oh. Brauchen wir wieder einen Arbeiter für. Aber wir bräuchten eigentlich trotzdem noch ein Haus. Als wir so lange überleben. Wo schießt er eigentlich hin? Nieder. Das kann ja aber nicht sein. Der Held stirbt ja von nichts. Brauchen wir jetzt nicht, weil er hat jetzt nicht wirklich was gebracht. Gold ist hier unten. Hier sind zwei Bärenbüsche und hier. Brauchen wir jetzt hier die Taverne hin. Hier den Steinbruch. Hier ein Holzfäller. Stein ab. Ja.
Wollen wir hier ein Haus? Machen wir den Holzfäller zu, holen wir uns den, also den Förster, werden ihn aber erst später auch nutzen. Jetzt brauche ich erstmal keine Bäume anpflanzen. Oh Gott, ich glaube, ich weiß es. Das hier sind die Bäume, die er fällen kann. Diese hier. Die so aussehen. Und diese Spitzen hier. Kann er nicht fällen. Na gut, haben wir. So, einer kriegt nichts zu essen, ist mir aber auch egal. Ja gut. Die Sache, kommen wir bis 50. Oder nehmen wir direkt den Blitzmagier. Ist ja auch nur einmalig. Eifleisch, ja. Gar nichts. Stehen aber sonst keine Bärenbüsche irgendwo rum. Straße hinbauen. Wie machen wir das? Wo bauen wir jetzt eigentlich das Haus? Hier die Sägemühle hin. Erste Nächte schaffen wir ja noch. Mal ein bisschen vorspulen. Regnet. Nahrung genug. Goldmine ist eigentlich egal, wo wir die hinbauen. Die können wir dann ja hier hinbauen.
Tiere, kommen die wieder? Auch so eine Sache. Können wir zum Beispiel einen Jäger bauen. Der hier würde ja dann auch voll kosten. Aber warum der Held so schwach ist, verstehe ich nicht. Eigentlich noch eins. Wo der Magier levelt jetzt? Und was können wir uns jetzt nicht leisten? Das machen wir ja gar nicht. Brauche auf jeden Fall die Goldschmiede. Weizen, Weizen essen die aber nicht einfach so, ne? Musst du mal Brot draus machen, dafür haben wir keinen Platz. Wir brauchen ja dann die Weizenfarm, die Windmühle und dann auch noch den Bäcker. Die Windmühle, Bäcker und die Weizenfarm. Hier ist ein bisschen Mehl. Also. Brunnen bringt gar nichts. Plus einen Geologen. Kostet aber Stein. Nee, ernsthaft. Produktivität ist nur bei den beiden erhöht. Weil dann abreißen kann man die nicht, ne? Das ist ja doof. Sieht man ja auch nur, wenn da keine Gebäude stehen. Aber Produktivität bringt ja gar nichts auf so einem kleinen Feld. Was willst du da boosten? Wir können hier irgendwas boosten lassen. Den Stall zum Boosten bringt ja auch nichts. Das ist ja doof. Können wir ja nur die Schmelzhütte hinstellen. Warum haben wir eigentlich keine Steine? Ich kann da drin ist. Na. Oh. Exit in das Modell 50%. Wenn sie nicht getroffen sind. Und werden schwächer, wenn sie getroffen sind. Oh, was nehmen wir?
Ja, aber das ruhig. Der hält wieder von uns. Können wir uns nicht leisten. Außerdem haben wir auch gar keinen Platz, also. Das ist ja jetzt. Dann ist doch das hier mit der Laufgeschwindigkeit auch hinfällig, ne? Das ist doch dann bestimmt auch nur in so einem Bereich. Steine, was ist denn hier kaputt schon wieder? Und keine Steine. Nicht wahr sein. Schütze, der sowieso nicht trifft, ist tot. Das heißt, wir kriegen schon wieder keinen Ruhm. Aber wieso kriegen wir keine neuen Steine zusammen? Oh, wir haben den Magier. Das hier sollten wir uns dann auch kaufen. Liegt ja nun, aber wir können auch gar keine Straße hinbauen. Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Mal gucken. Brauchen wir nicht Goldbarren für.
brauchen wir den Goldbarren? Oh, Einheiten ab. Weizen brauchen wir bestimmt einen Angestellten für. Aber mit Weizen können wir uns hier noch. Ach, das sind Pferde, okay. Einen weiteren Träger. Die Ställe können bis zu 4 Pferde bereitstellen. Einen haben wir ja schon bekommen. Das heißt, wir können noch 3 Stück. Und wird von allem getragen. Bringt uns das. Oder versuchen wir. Okay, jetzt ist hier nur ein Bär. Ein Reh. Gut, hier sind jetzt 2 Tiere. Kommen jeden Tag andere, neue. Dann könnten wir das probieren. Dem Jäger. Dass wir wenigstens das mit der Nahrung hinkriegen. Machen wir das. Hier ist Förster. 5 Steine haben wir also wieder nicht. Rein mit. Machen wir. Brauchen nur hier 5. Lassen wir den hier noch weiter produzieren. Bernd Dickicht. Jagd das nächstgelegene Wild, kann bis zu 3 verschiedene Kadaver lagern. Der Planierer entfernt Dickichte in 14 Sekunden. Wir haben dafür eh noch keinen Arbeiter. Ja, also der Ambrosch schüttelt doch gar nicht. Plus 50% gegen nasse Ziel. War ja sowas von. Gewittert wieder ohne Regen. Also wir haben für den Notfall gleich dann einen Jäger. Hörst du nicht? Da wäre schon wieder keine. Plus 100% Schaden für Einheiten mit vollen. Okay, Attacks fast and hits in the small area. Units with a full shield. Shield regeneration. Oh, ich nehme das. Der kommt erstmal hier weg und da rein. Jetzt. Nur einen Stein mit haben.
Wir haben keine Steine mehr. Mist. Was ist jetzt eigentlich? Ich muss den Steinmetzplatz rausnehmen. Holt auch nicht mehr, oder was? Warum haben wir denn jetzt immer kein Stein, kein Gold? Dafür brauchen wir 5 Goldmarken. Hier nur normales Gold. Normales Gold. Großes Feld haben wir nicht mehr. Das heißt, da braucht keiner mehr rein. Elf freie Arbeiter. Ich tue die da rein auch, wenn es jetzt nicht geht. Bauen. Zug transportiert Stein. Also das geht echt nur, wenn die wenn wir den Steinmetz in der Nähe davon haben. Also wohin ging das hier nicht? Weil das dann zu weit war, hätten wir hier den Steinmetz haben müssen. Ein Brett benötigen wir. Magier ist tot. Cool. Der ist auch gleich tot. Warum schaffen wir denn das jetzt nicht? Kann ich nicht umplatzieren. Warum sind die... Wir haben 4 Leute. Warum sind die Gegner denn so stark? Wir verbessern den jedes Mal. Wundert sich. Und der ist ja auch mit einem Schlag sind die ja immer tot. Nächstes Mal schauen. Wir haben ja gelernt, also der Brunnen, der macht zwar was, aber höchstwahrscheinlich ja dann für Brauerei. Und es geht auf jeden Fall immer Stein aus, neuerdings, und auch Nahrung. Mal gucken, wie wir das geregelt kriegen. Wir müssen ja unsere, wir brauchen ja viele Einwohner. Wir müssen ja auch ein paar Sachen produzieren, um andere Sachen zu verbessern. Aber warum unser Held und die anderen immer mit einem Hit sterben, keine Ahnung. Müssen wir mal gucken, irgendwie, was wir da noch anders machen können.
Dann vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge von Super Fantasy Kingdom. Bis dann.